Das ist ein Zombiebär. Uiui. Ich glaube, der nimmt eher hier das Haus auseinander. So, wo ist er denn jetzt? Vielleicht sollte ich mir noch mal ein paar Spikes bauen. Versuchen wir es mal. Wo ist er denn? Dahinter, glaube ich. Kommt da noch welche? Ja. Und das war's. Nun nicht selber in die Spikes reinfallen. Dann gucken wir mal. Wie weit wir kommen. Ist er dahinter? Der ist doch jetzt... Oh, da hinten ist er. Oder haben wir zwei Bären hier? So, sagen wir erstmal Hallo. Es sind zwei Bären. Ja, läuft. Mhm. Prima. Ich glaube, es ist ratsamer, hier ein paar Munition zu verballern. $750 nur. Guck an. Wie? Hund? Aha. Tatsächlich. Hund und Zombiebär. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Zombie-Horde an Tieren oder was? Mhm. Das Schlimme ist, jetzt vergeht mir da der Bär. Das kann ich ja mir irgendwie auch nicht entgehen lassen. Hm, wie kriege ich den denn jetzt hier am schlausten erledigt? Hm, ne. Ich muss das Dach hier wegkloppen. Bär, du bleibst da noch, ne? Damit wir uns verstehen. So. Da kann ich schon nichts bauen. Hier auch nicht. Wie, das gibt kein Testosteron hier. Eins habe ich schon mal.
Okay, prima. Das haben wir schon mal. Jetzt wieder unversehrt bitte darauf. Rückzug antreten. Und Nummer 2. Ah, da ist der Hund. Hier bin ich. Nicht im Haus. Frage ist natürlich, gegen was kämpfen die jetzt? Kämpft Hund und Bär gegeneinander oder sind da mehrere? Hilft nichts, muss ich wohl. Ah, guck mal. Schon mal einer weniger. Und der Bär ist immer noch drin. Wo ist er denn? Ich hoffe jetzt nicht hier oben irgendwie. Oh! Krass. Okay, das war jetzt lustig. Gar nicht so weit weg von mir, der Gute hier. Krass. Der hätte mich ja fast gehabt. Hoffen wir mal, dass das die beiden einzigen Bären waren. Ah, er kann mir eine Zigarre herstellen. Das war doch mal lustig. So, und jetzt bitte nicht runterfallen. Jetzt habe ich nämlich das Problem. Ha. Das war doch mal erfolgreich. Da sind noch 2 Hunde. Uiui. Tatsächlich eine Zombie-Horde. Also Zombie-Wildtier-Horde. Na komm. Nummer 1. Nummer 2 versteckt sich. Aber den will ich mir hier auch noch schnappen. Keine Lust hier, mal irgendwann von denen erwischt zu werden, wenn ich mich in Sicherheit wiege. Komm. Ja, ja, ja. Das ging schnell. Kriege ich hier noch irgendwas Spannendes raus, außer das Normale? Meine nicht. Fett, ja gut, Fett kann man gebrauchen zum Kochen. Ist okay. Nehmen wir den auch noch aus. War doch erfolgreich. Diesmal kein Questen im eigentlichen Sinne, sondern kleine Zombie-Horde wegmetzeln. Aber Questen schaffen wir trotzdem noch. Wenn ich denn irgendwann mal nach Hause komme. Hier sieht's gut aus. Kein Bär augenscheinlich. Immer keine Zeit hier. In Hoffnung, dass ich jetzt nicht wieder vom Trailer rausgeschmissen werde. Bald müssen wir nachher auch schon wieder gucken, dass wir unsere Hordenbase noch mal ein bisschen schicker machen oder wieder ausbessern. Dass es für die zweite reicht und mal sehen, vielleicht können wir für die dritte dann eine eigene bauen. Damn,
You smell like the dead. You better have money. Ich hab Geld. Hast du genug Zeug? Here's your reward, sucker. Oh, Pistole Stufe 2. Puh. Das ist echt hart. Ja, komm. Pistole ist schon gut. Aufgaben. Befallene abholen. Befallene beseitigen. Ja, komm. You do something. A sale is a sale. Even if it's to a scumbag like you. So, wo muss ich denn hin? Da muss ich hin. Schaffe ich das noch? Versuchen wir es mal. 20 Uhr. Oho. Das wird richtig sportlich. Mal sehen, was für ein Gebäude das ist. Ja. Sollte eigentlich auch irgendwie machbar sein. Baseballschläger verändern. Okay. Dann bin ich gespannt. Zwei Dinge hat er mir nicht genommen. Na gut. Macht das noch Sinn? Wahrscheinlich eher weniger. So schnell, wie die Zeit hier immer ist. Wie komme ich denn hier rein? Unten also, ja. Hallo. Oh nö, ich mag keine Hunde. Ja, prima. Schon keine Ausdauer mehr. Uninfiziert bin ich auch. Läuft ja. Oh Mann. Okay. Ich würde sagen, ist nicht geeignet noch für die Nacht. Schade. Muss ich hier schon durch Wasser warten? Naja, kurz angucken können wir es uns ja mal. Hier steckt der Loot, leider nichts Tolles drin. Der ist nicht echt. Naja, wenigstens noch mal ein bisschen was zu futtern. Dafür ist doch okay. Jo, kann man mitnehmen. Ja. Also tatsächlich so ein Powerangriff scheint mit dem nicht so das Wahre zu sein. Kuckuck. Da ist ja gar nichts. So, ab nach oben. Ja. Kann man machen.
Ist jetzt aber so viel nicht. War das das Haus, wo ich einmal irgendwie durchs Fenster muss? Und dann wieder raus? Einer reicht. Ist auf jeden Fall noch nicht Nacht. Wieso so eine fiese Falle hier mit dem Boden, der hier kaputt geht. Ach, guck. Ich glaube, dahinter kommt jetzt so einer, oder? Genau. Ist hier auch noch einer? Nö. Au. Naja, wenigstens einmal den Loot abgegrast hier. Dann kann ich ja direkt wieder raus. Weil Befallene und Nacht... ich glaube, nee, das tue ich mir dann doch nicht an. Ja. Alles klar, das war's dann wohl, ne? Also ich fand's erfolgreich. Das hätten wir fast noch vergessen. Da ich ja immer noch Hunger habe. Das können wir mit Sicherheit irgendwo reinpacken. Machst du nochmal Beweglichkeit? Das ist immer gut. Ab nach unten. Der kürzeste Weg. Kuckuck. So geht's auch. Boah, ich komme selber kaum raus. Ab nach Hause. Ist ja zum Glück nicht so weit. Boah, einmal kurz gegen, unbeabsichtigt und hier gleich wieder 5% weniger. Meine Güte. Können ja nix ab, die Dinger hier. So. Shit, hab mich gesehen. Schnell, Antibiotika. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Honig, Antibiotika. Wo habe ich das denn? Achso. Infektion heilt 10%. Das ist ja viel zu schade. Honig muss reichen. Das war doch halbwegs erfolgreich. Also ein bisschen was haben wir auch erledigen können. Ja, ich packe den Kram jetzt hier noch weg. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, bis bald, eure Bora.